So, jetzt kommen wir zum Thema Kontakte. Meiner Meinung nach das Wichtigste im Network Marketing bei dem Geschäft, was wir betreiben. Viele Leute denken immer, ich muss den Plan verstehen, ich muss genau wissen, wie der einzelne Boni aussieht, um den weitererklären zu können. Ich muss jedes Detail wissen, wie, wo wurde das Produkt hergestellt, waren die Hühner glücklich, mit welchem Futter wurden die gefüttert, Biofutter und so weiter und so fort. Ist für unser Geschäft relativ uninteressant. Wir wissen, okay, wir haben ein hervorragendes Produkt, wir haben einen tollen Marketingplan, das sehen wir einfach an Partnern, die bei uns im Geschäft sind und Geld verdienen. Aber wodurch kommen wir letztendlich ins Geld verdienen? Nur wenn wir neue Kunden oder neue Vertriebspartner finden. So, und da ist mir in den letzten Tagen aufgefallen, viele Leute haben Probleme, Kontakte zu machen. Ich habe jetzt mit einer Dame gesprochen, die sagt, du Michael, ich habe 50 Kontakte gemacht auf Facebook mit Bekannten und Freunden. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wie hast du das gemacht? Sie sagt, ja, ich habe denen meinen Link geschickt und habe gesagt, hier du, schau mal, ich habe hier eine super Geschäftsgelegenheit für dich, musst du dir unbedingt anschauen. Wie war die Resonanz? Was glaubt ihr, wie war die Resonanz auf diese 50 Nachrichten, die sie an Bekannte geschickt hat? Null. Haben wir schon gesehen. Warum? Woher will ich wissen, wenn ich jemandem etwas schicke, dass es für ihn genau das Richtige ist und das Ideale und das Beste und er muss das Geschäft machen? Weiß ich nicht. Also, das Wichtigste beim Kontakte machen ist erstmal Fragen stellen. Meinem Gegenüber Fragen stellen. Warum? Wenn ich viele Fragen stelle, bekomme ich viel heraus über mein Gegenüber. Denn nicht jedem ist Geld wichtig oder Gesundheit wichtig. Ja, wenn ich unterwegs bin auf der Straße, unterhalte mich und treffe mich mit irgendeinem oder durch Zufall sehe ich einen alten Klassenkameraden, mit dem ich vor 25 Jahren mal zur Schule gegangen bin, dann frage ich ihn, hey, hi, wie geht's dir? Was machst du? Dann kriege ich eine Antwort. So, und dann warte ich. Und dann sage ich, okay, was macht deine Familie? Alles gesund, alles gut. Ja, ich stelle gezielte Fragen. Wie geht's dir? Wie geht's deiner Gesundheit? Wie geht's der Gesundheit deiner Familie? Wenn dann immer, ja, kommt, es geht gut, es geht gut, es geht gut, dann kann ich bei dem Thema Gesundheit natürlich nicht einhaken. Ja? Und dann ist und bei dir auf der Arbeit alles klar? Ja? Wie läuft's? Ist es bei dir so beschissen wie bei mir? Ich bin im Moment Überstunden am Blockern, krieg dir auch noch mies bezahlt. Ja, wenn ich mal Urlaub haben will, motzt der Chef auch nur rum. Ja? So, und dann weiß ich, wenn der mir sagt, ja, klar, sieht bei mir genauso kacke aus, dann kann ich sagen, du, weißt du was, in einem halben Jahr brauche ich nicht mehr arbeiten gehen. Und dann überlegt er und dann wird er euch fragen, wieso musst du nicht mehr arbeiten gehen? Und dann habt ihr eins erreicht, ihr habt den Spieß umgedreht, ihr habt der Person nichts aufgesprochen oder ihm einen Vorschlag gemacht, was er machen kann, um sein Leben zu verbessern, weil ihr wisst es im Vorfeld nicht. Wenn er euch aber die Frage stellt, wieso kannst du in einem halben Jahr aufhören zu arbeiten, dann will er was von euch, nämlich wissen, wie machst du das? Und dann könnt ihr ihm das Geschäft vorstellen. Genauso ist es bei der Gesundheit. Wenn er im Nebensatz fallen lässt, jo, hier, mir geht's super, aber meine Frau, die schläft etwas schlecht, ja, dann sag doch mal, du, ich habe da jetzt was kennengelernt, durch eine Heilpraktikerin oder durch wen auch immer. Ich nehme es selber für mich, bin total begeistert und ich meine, in den Erfahrungsberichten gelesen zu haben, dass da was drin steht, von wegen, man schläft besser. Ja? Und dann läuft das Video noch, sagen wir da. Gut, dann kann ich ja weiterreden, weil die Kamerafrau hat gerade etwas das Gesicht verzogen. Und sobald ihr ein Signal bekommt von dem Gegenüber Gesundheit oder Geschäft oder so, dann könnt ihr ja, das Thema LBGN einbringen. Entweder auf der Gesundheitsseite oder auf der geschäftlichen Seite. Das kann durchaus auch mal eine Stunde dauern, wenn ich auf Facebook mit Leuten rede, die ich vorher nie gekannt habe. Ja, ich kann einfach Kontakte machen. Ich melde mich in verschiedenen Gesundheitsgruppen an oder in Gruppen, wo sich Networker aufhalten und sehe dann, da hat jemand einen Post geliked über das Thema besser schlafen. Ja, dann stelle ich dem eine Freundschaftsanfrage und in der Regel wird die Freundschaftsanfrage sehr schnell beantwortet. So, nachdem die Freundschaftsanfrage beantwortet wurde, bedanke ich mich recht herzlich und sage dann, okay, hier, ich habe gesehen, du hast in der Gruppe einen Post geliked oder du hast selber dort einen Post getätigt und sehe, du interessierst dich für das Thema Gesundheit, wie kommt es dazu und führe einfach mal einen Smalltalk, werde einfach 2-3 Minuten warm mit der Person und anschließend stelle ich dann wieder Fragen und wie geht es dir denn gesundheitlich, ist bei dir alles klar und bei deiner Familie und dann kommt wieder irgendwann der Punkt, also ich habe es
In 99% der Fälle ist die Person selber krank, hat irgendwelche Probleme, Schlafprobleme, Allergien oder sonstiges. Die Frau, der Partner, die Tochter oder irgendein Familienmitglied, weil sonst würden die sich nicht in den Gruppen rumtreiben. Und dann kommt immer wieder derselbe Spruch, oh du, ich habe da was Tolles kennengelernt, mir selber hat es sehr, sehr gut geholfen, soll ich dir einfach mal die Information zukommen lassen, kannst du dir mal anschauen. Und dann sagt er natürlich, ja klar, hört sich interessant an, weil ich bin mit ihm auf einer Ebene. Ich habe mich mit ihm unterhalten, ich habe die Sympathie von der Person gewonnen und ich habe ihm nicht sofort etwas aufgeschwätzt. Ja, und wenn ich ihm die Information zugeschickt habe, dann brauche ich nur noch eins machen, nach 2, 3 Tagen. Hey du, wie geht's dir? Alles klar? Gesundheit, Familie, läuft? Hast du dir die Unterlagen mal angeschaut? Und wenn er sich die Unterlagen angeschaut hat, ist es in der Regel schon so, sagt er, du, das hört sich super interessant an. Und dann braucht ihr nur eins sagen, okay, dann lass mal eben telefonieren, wir tauschen uns mal am Telefon aus. Und genauso geht es auch auf der geschäftlichen Seite. Man kann auch Leute anklicken zum Geschäft. Mich hat mal eine Heilpraktikerin angeklickt bei Facebook und ich habe mich bedankt für die Anfrage und habe gesagt, du, wie bist du denn auf mich aufmerksam geworden? Und dann hat sie einfach gesagt, ich habe gesehen, du bist Geschäftsmann, ich unterhalte mich gerne mit Geschäftsleuten und würde mich gerne mit dir unterhalten. Eine ganz einfache Möglichkeit, Kontakt zu machen. Die Person ist Geschäftsperson, ja, die ihr anklickt, seht ihr in der Regel am Profil und jeder ist froh über neue Kontakte, möchte sein Netzwerk erweitern und dann einfach die ehrliche Frage stellen, du, ich habe gesehen, du bist Geschäftsmann, ich würde mich gerne mit dir über Geschäft unterhalten und dann nimmt man den Hörer in die Hand und stellt ihm einfach sein Geschäft vor. Das sind also Wege, wie man gehen kann. Habt ihr jetzt noch irgendwelche Fragen zum Kontakte machen oder habt ihr schon mal irgendwelche Einwände bekommen? Jetzt dürft ihr mich bombardieren. Jetzt warst du nur online, aber ich spreche ja quasi jeden drauf an. Ja. Mein Nachbar, meine Zahnärztin. Richtig. Immer noch gleichen Schema. Fragen stellen. Ich war jetzt an der Tankstelle, ich wollte mir was holen, vor mir waren 3 verschiedene Kunden, die an der Tankstelle noch bezahlen mussten, habe dann eine alte Bekannte gesehen und sie hat natürlich in der Schlange gestanden, wie ich schon gewartet und dann bin ich hergegangen und habe gesagt, und, hi, wie geht's dir, was machst du, wo kommst du her? Ja, ich war in Frankfurt, habe meinen Opa besucht, der liegt im Krankenhaus. Sag ich, oh, was hat er denn? Und dann bin ich wieder beim Thema Gesundheit. Du, da habe ich was kennengelernt, da bin ich an Auto gegangen, habe ihr einen Flyer gegeben und habe gesagt, hier, dann schicke ich dir weitere Informationen per Facebook oder per E-Mail und wir können die Tage ja nochmal sprechen. Ich habe den Moment abgewartet, bis ein Signal von ihr kam, um ihr einen Vorteil aufzuzeigen, den ich für ihr habe, von ihr oder den ich ihr bieten kann. Das ist wichtig. Zeigt dem anderen seine Vorteile auf, ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Vorteile. Wenn ich dem anderen etwas bieten kann, wo er einen Vorteil für sich erkennt, wird er mein Angebot auch in Anspruch nehmen. Wenn ich immer von vornherein sage, ey du, ich habe das geilste, beste Geschäft, was passiert denn im Kopf bei dem anderen? Da denkt er sich, was will der mir denn verkaufen? Und dann hat er zugemacht und dann braucht ihr gar nicht mehr reden. Ihr könnt reden, was ihr wollt, ihr hört euch gar nicht mehr zu. Wenn ihr aber einen kleinen Smalltalk gemacht habt und habt hinterfragt, was ist los? Und er sagt euch, oh, ich war gerade beim Opa im Krankenhaus, er hat einen Schlaganfall gehabt oder wie auch immer. Ja, dann seid ihr beim Thema Gesundheit und könnt dann eingreifen oder da dort anknüpfen. Frage weiter. Dann rufst du in 3 Tagen an und... In der Regel kennt man die Leute ja, heutzutage läuft ja sehr, sehr viel online, ja, bei Facebook. Und dann klicke ich die einfach an und sage, ey, hi, hier, ich habe hier noch eine weitere Information, ich habe dir nur den Flyer gegeben, ich schicke dir mal noch eben ein Video rüber, kannst du dir mal anschauen. So, und dann einfach nach 2, 3 Tagen nochmal nachgefasst, hast du dir die Information angeschaut und dann wird derjenige schon sagen, ja, hört sich super an. Und ich bin dann der Meinung, dann sollte man einfach mal den Telefonhörer in die Hand nehmen, die Person anrufen und einfach mal seine eigenen Erfahrungen, die man an sich gespürt hat oder die vom Freund, vom Kumpel oder von seinen nächsten Anverwandten, die auch gute Erfahrungen gemacht haben, einfach mal nahe tragen. Und die Resonanz bei mir ist so, dass die Leute dann sagen, Mensch, das hört sich toll an, wo kann ich denn dieses Produkt bekommen? Und dann brauche ich noch eins machen, ich schicke ihm einfach den Link zu von der Firma Lifeform Global und die Leute bestellen. Okay, und wenn er sagt, nein, ich habe keine Zeit, meine Kinder... Dann hat er ein Problem, aber das ist nicht dein Problem oder nicht mein Problem. Du darfst dir die Probleme anderer nicht zum Verhängnis machen. Weil ich sage den Leuten, mir geht's gut. Ich habe keine Knieprobleme, ich schlafe sensationell, ich fühle mich einfach rundum wohl. Und wenn dir deine Gesundheit nicht so viel wert ist, dass du dir die Zeit dafür nimmst oder das Geld investierst, dann ist es dein Problem. Vielleicht nicht meins. Und da gibt es 3, 4 schöne Buchstaben, habe ich nämlich jetzt von einem gehört, der sagt, der hat auf seinem Nummernschild stehen, NE,
XT. Next. Nächste bitte. Man muss sich an keinem festbeißen. Wir haben 80, 90 Millionen Einwohner in Deutschland, keine Ahnung. Wir haben so ein Potenzial. Das Schöne ist, wir sind nicht auf Deutschland beschränkt. Wir haben Österreich, Schweiz, Italien, Spanien. Wir können auf der ganzen Welt arbeiten. Ja? Und dank Facebook ist es heutzutage kein Problem mehr. Ich kann sogar auf der ganzen Welt telefonieren. Es gibt Skype. Installiert euch einfach Skype, da könnt ihr überall hin telefonieren, kostenlos. Jeder hat zu Hause in der Regel Internet. Ja? Also ich bin nicht gebunden. Ich höre so oft, habe ich gehört, oh, in dem Ort, wo ich wohne, die Leute sind also komisch und ich kann da jeden ansprechen, aber die reagieren da drauf. Jeder hat den Eindruck, in dem Ort, wo man wohnt, sind die Leute komisch. Die sind auch bei mir in dem Ort komisch. Mir fällt es auch leichter, mit anderen Menschen Kontakt zu machen. Und oft ist es in der eigenen Familie am schwierigsten, Kontakte zu machen. Ja? Weil man vielleicht schon mit dem einen Produkt angekommen ist und mit dem anderen Produkt. Aber der Hauptknackpunkt liegt darin, dass man eigentlich sein eigenes Geschäft im Kopf hatte und nicht das Wohl des anderen. Und wenn der andere kennt, oh, der hat da was für mich, was mir gut tun kann, dann sieht er nicht das Geschäft, ja, und denkt auch nicht dran, okay, der kann an mir Geld verdienen. Das steht nämlich im Hintergrund. Und wenn ich den Leuten auch sage, hier, weißt du was, dann kannst du bei der Firma zum Einkaufspreis bestellen, ja, dann freut er sich doch. Dann kommt er doch gar nicht auf die Idee, dass ich an dem Geld verdiene. Und wenn er dann Kunde ist bei der Firma, beziehungsweise eingetragener Partner, um die Produkte günstiger zu bekommen, und ich gehe dann in einem Monat hin, dann rufe ich die Leute an, sage ich, ey, wie geht's dir? Hast du das Produkt angewendet? Wie fühlst du dich? Und da kommt in der Regel, Mensch, ich schlafe toll, ich merke, ich bin nicht mehr so gestresst wie sonst und, ja. Und dann sage ich mir, du weißt was, unter diesen stehen schon andere Kunden. Ich habe da jetzt mal nachgeschaut und du kannst sogar deine Produkte umsonst bekommen. Wäre das interessant für dich? Was glaubt ihr, was ihr sagt? Der wird nicht sagen, ne, ich bezahle meine Produkte lieber, oder? Das ist ja nicht klar, ist halt interessant. Und dann erklärst du ihm ganz einfach, was er machen muss. Er braucht ja das Produkt, wo er sowieso mit zufrieden ist, an zwei Leute zu empfehlen. Und dann bekommt er nämlich schon an sieben Ebenen unter sich in der Matrix die Provision. So habe ich mit meinem eigenen Bruder gearbeitet. Ich habe ihm das Produkt hingestellt, weil ich Erfahrungsberichte gelesen habe. Und ich wollte sehen, ob die auch stimmen. Natürlich ist man ein bisschen skeptisch. Prinzipiell fand ich das Produkt von vornherein sehr, sehr gut. Ich habe gemerkt, mir hat es gut getan, aber ich wollte einfach mal wissen, was passiert damit. Hab mein Bruder einfach als Kunden eingetragen oder als Partner, habe ihm die Dosen hingestellt. Nach anderthalb Wochen sagt er, ey Michi, ich schlafe Bombe, ich brauche meine Lesebrille am Computer nicht mehr und mir geht es einfach gut. Ja? Das heißt ja toll. Jetzt wäre doch schön, wenn du einfach mal ein paar Leuten davon erzählst. Hat er nicht gemacht. Gut, habe ich einen Monat gewartet und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, du ja, guck mal, in der Zeit, wo du als Computer gespielt hast, bin ich hergegangen und habe jeden Tag mit ein paar Leuten über das Produkt gesprochen und da sind jetzt 400, 500 Leute unter dir entstanden, die kaufen alle jeden Monat das Produkt. Dummerweise hast du mit keinem drüber gesprochen, gehen dir jetzt jeden Monat 400, 500 Euro durch die Lampen. Und das war die erste Frage, war, was er gefragt hat, nachdem ich ihm das gesagt habe, dass ihm 400, 500 Euro jeden Monat durch die Lampen gehen. Was muss ich tun, damit ich diese 400, 500 Euro bekomme? Weil die stehen da in der Matrix, die müssen nur abgeholt werden. Und ich sage, Jörg, als erstes brauchst du nur mal zwei Leute zu finden, die das Produkt gut finden und bestellen. Und dann hat er am nächsten Tag sofort mit zwei Leuten drüber gesprochen und einer hat sofort angerufen, Mensch, Jörg, wo kann ich denn dieses Produkt bestellen? Ich habe mir die Prospekte angeschaut, die sind ja total klasse. Und er hat ihm den Link geschickt und er hat bestellt. Und dann hat er den nächsten gefunden und auf einmal hat er sofort in der ersten Woche 80 Euro gehabt, in der nächsten Woche 130 Euro und dann war der froh. Und dann habe ich gesagt, ey du Jörg, jetzt verdienst du die Kohle, wenn du nur eine Person mehr findest, kannst du noch an viel mehr Leuten unten drunter verdienen. Sagt er, ist ja geil. Und seitdem fängt er, ich höre ihn über nichts anderes mehr reden, außer über, ich schlafe Bombe, ich brauche keine Brille mehr, ich bin total ausgeglichen, ich bin total relaxed. Der hat Spaß dabei, weil er macht ja nichts anderes, außer von einem Produkt zu erzählen, was ihm gut tut. Und da kommt einfach die Begeisterung rüber. Und nebenbei ein schöner Nebeneffekt ist, er verdient an den ganzen anderen Kunden, die ich ihm aber quasi in die Matrix darunter gestellt habe. Ja, so einfach ist es. Wir können hier aus Kunden wirklich Vertriebspartner machen, einfach nur, weil die zufrieden sind mit dem Produkt und man erklärt ihnen, was ihnen entgeht und jeder möchte sich 100, 200, 300 Euro dazu verdienen und dann findet man zwei. Damit erweitert sich natürlich die Matrix und die Leute, die drin sind, die werden natürlich auch mehr motiviert, weil sie auf einmal wieder neue Leute drunter bekommen. Weitere Fragen? Ramona, du nickst immer nur und freust dich, weil das so schön ist, das Geschäft.
Ja, jetzt habe ich es alles sprachlos gemacht. Erkannt wurde, das Geschäft ist einfach, man muss nur